die uns versucht haben, hier das Leben schwer zu machen. Ich will hier raus! Hallo! Schnell hier rein, zu! Müssen wir hier lang? Nein, schnell weiter, 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 weiter! Das auch zu? Okay, hier geht's lang. Okay. Die Nugget Eyes haben wir hinter uns gelassen. Gott sei Dank. Puh. Ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben. Wer redet da? Ist das die Stimme in meinem Kopf? Ich kann mir ja bald auch ein Zimmer anmieten, wenn es so weitergeht. Oh mein Gott. Hey, Doktor! Ah ne, der Priester. Ich will hier nicht... Okay, so klappt das. Ich glaube, wenn ich hier runterstürze, bin ich wieder bei den Nugget Eyes am Start. Ah, hier kann man hochklettern. Also nachdem ich denen ins offene Messer gelaufen bin, waren die jetzt relativ schnell zu überwinden. Muss man ganz ehrlich sagen. Hier ein beherzter Sprung. Beherzt ist die Ware. Okay. Nein! Also... Geh nach oben schnell! Holy... Moly... Ja, ich brauche meinen Camcorder, um mich im Dunkeln zurechtzufinden. Das ist richtig. Ich sehe gar nichts. Okay, hier geht es mal nicht lang. Okay, hier oben geht's nirgends lang. Ich muss jetzt da runterspringen. Zu diesen Typen? Naja. Hier ist immerhin etwas Licht. Hier unten liegt er. Hey! Ja, dann muss ich ja wieder an den Nugget Eyes vorbei. Uncool. Das Ding hat einen Haufen Geld gekostet. Na, na. Du kannst keine weiteren Batterien tragen. Ich rate, da liegt... Kein Camcorder. Hallo? Okay. Ich würde sagen, wir bleiben mal da, wo es hell ist. Okay. Leute? Oh shit, ist das dunkel.
Gehen wir hier an der Wand entlang. Ah, hier geht's nach unten. Sehr gut. Oder vielleicht auch nicht gut, aber mal gucken. Was geht hier schon wieder vor? Komm ich da auch wieder hoch? Ah, im Notfall komme ich da auch wieder hoch. Also falls mich so ein Juchtelhuber verfolgt. Es ist nur die Frage, hier lang oder die andere Richtung? So, hier geht's auch die ganze Zeit weiter. Und es ist stockenduster. Die Tür. Zugenagelt. Okay, andere Richtung. Komm, Brände! Wow. Ohne mich, Junge. Ich bin ganz klein im Nachteil. Ich bin jetzt so abgespaced wie ihr und kann im Dunkeln sehen. Abgespaced. Wir gehen einfach hier lang. Ey! Oh! Das machen sie gerne. Das machen sie gerne. Ey, das ist doch so ein Juchtelhuber. Ich sag mal nichts dazu. Hey, Billy Bob. Ach so, und Leute, falls ihr es wissen wollt, meine Freundin sagt, es wäre ja nicht wirklich gruselig, das Spiel. Da wird es auf jeden Fall eine Challenge geben. Sie wird genauso das Spiel im Stream spielen und dann werden wir mal auf ihre Reactions achten. Von wegen nicht gruselig, haha. Der Camcorder! Natürlich kommen wir von da nicht ran. Finde einen Weg in den zweiten Stock. Hey, hör auf damit! Wir haben uns den Weg ungefähr gemerkt. Ja, hoch! Ha, Boys! Ha! Die Kamera ist kaputt. Ah, super. Die haben die ganzen Knüppeln von den Wachmännern genommen. Und ich finde nicht einen Knüppel, um mich zu wehren. Das ist ja nahezu eine Unverschämtheit. Okay. Die können wir schnell nachladen, weil da hinten lag eine Batterie.
Jawohl. La 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 la. Okay. Hier sind wir runtergejumpt, also hier müssen wir wieder lang. Nach oben. Ein beherzter Sprung und super gemacht! Leichtathletik, du Niete! Nochmal. Ja, uns fehlt der Anlauf. Komm auf die Tür! Komm. Zeig uns, was du kannst. Jawohl. Gut, gut. Tja, und jetzt? Hätten wir uns den ganzen Spaß sparen können, ha? Huh? Ja, 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 ja. Ach, das war nur dafür gedacht, uns den Camcorder wegzunehmen, oder was? Ach, Leute. Hier nicht. Ah, hier. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock, der war hier auf der linken Seite auf jeden Fall. Wir machen mal einen beherzten Sprung da drüber. Genau. Weil, haha, das wäre tot. Das wäre der Tod gewesen. Was ein Akt, diesen Pater zu finden. Aber hey. Gott sei Dank haben wir noch nicht drauf gestanden. Hoho. Knappe Geschichte. Wir gehen auch mal lieber links entlang. Man weiß nie, was passiert. Hopp. Da hat er eben noch gestanden, der Typ. Hopp. Und jetzt? Komm mal hier runter. Wer bist du? Schwulibert Geilhubert oder was? Wo ist der Pfarrer hin? Der war eben noch hier. Only one way out. Only one way. Ja, das weiß ich mittlerweile auch schon. Ah, dir vertraue ich nicht. Weil ihr seid alle nicht ohne Grund hier. How do you know you're not a patient? Bis man diesen Pater gefunden hat. Chapel. Hallo. Walker sind schon wieder auf den Fersen. Es kann doch nicht wahr sein. Okay.
Okay, das war eine Sackgasse. Ja, jetzt lädt es auch wieder schneller, wieso auch immer. Wir gehen gleich mal hier lang. Geht nicht. Na, Dicker! Ich kenne ihn ja, der ist halt ein bisschen unberechenbar. Okay. Okay, okay, okay. Manchmal frage ich mich, ob er meinen Angstschweiß riechen kann. Nein! Die Frage ist, wo müssen wir hin? Wir können uns hier auch nicht verstecken. Naja, vielleicht doch. Hey, Macaroni. Der uns hier findet. Das ist die Frage. Test einfach mal aus. Mit ihm ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Man muss immer erstmal gucken, was er will. Ja klar, wir wissen, was er will, aber wo wir hin müssen. Oh, der tritt gleich die Tür ein. Okay, der Kamin ist nicht safe. Ich wiederhole, der Kamin ist nicht safe. Hier bringt auch nichts. Hier kann man nirgends hin. Hier könnte safe sein. Könnte. Dann wissen wir trotzdem noch nicht wohin. Als der Walker. Krasser Typ. Okay, wir müssen einfach Tür auf und rennen. Tür auf, bumm. Licht an. Macaroni. Bumm. Dass wir hier durchrennen können. Hallo, komm. Los mit dir. Na, was soll's? Ich weiß nicht, ob man geradeaus durch kann. Den hält doch eh nichts auf, den Typ.
weiß. Nice! Macaroni, Dave! Aha. So weit wie möglich weg von ihm. Und raus mit dir! Huh! Hey! Hier waren wir doch schon mal gewesen. Wo er uns das erste Mal runtergekickt hat. Ja, da. Naja, naja, nein, 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 nein. Aber hier kamen wir lang, der kommt bestimmt von hier dann. Hinter dem Licht. Okay. Okay. Das scheint das Theater zu sein, aber wir haben eben mit dem Dicken schon ein Mordstheater gehabt. Wir checken erstmal die Lage hier, bevor es weitergeht. Hier auch nicht. Chapel, Recreation Hall, Library und Lobby. Okay, hier kamen wir her. Ich check den Raum erstmal kurz hier noch. Dann geht's weiter. Wenn so eine komische Musik ist. Ah! Wunderbar. Berlin, 1938. Oh. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A-Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber das ist Verbrechen der Zellgeneration und den geleiteten Karzinomgenerierungen hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich persönlich habe eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit der Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckhardt weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unsere Sachen in Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Familie. Unterschrift und leserlich. Das, was mit dem Zweiten Weltkrieg auch zu tun hatte? Hm. Okay. Gott sei Dank sind wir nochmal zurückgegangen. Sonst wären wir dumm gestorben. Ja. Ja? Recreation Hall, aber die ist zu. Hallo? Okay, hier kann man nach oben. Geht die Leiter oder ist die auch verbuggt? Die ist verbuggt. Aber wenn man dran springt, nicht gut. Immerhin.
Wir haben einiges gelernt aus diesem Spiel. Wir müssen auch nach oben. Na dann los! Komm schon, wir wissen, dass du es kannst. Wir wissen, dass du es kannst. Also manchmal will das Spiel einen bösen Natzen. Du musst da an die Wand. Ah, eben wollte das machen. Oh! Oh! Naja, so geht's auch. Dass so geplant war, bin ich mir nicht sicher. Kommt nämlich eine Steinmauer. Das kann so nicht geplant gewesen sein. Das kann so nicht geplant gewesen sein. Nein, nein, nein. Also die Sachen sind zum Teil schon echt übel verbuggt. Mechanics! Komm. Komm schon. Komm schon. Komm schon, Peabody. Hast du Angst vor den Spinnenweben oder was? Also, das ist echt. So, kommen wir sonst nicht rüber. Kommen so nicht rüber. Er macht uns das Leben nicht leicht. Aber wir haben schon so einige Stellen gehabt. Wir müssen da rüber marschieren. Was soll man denn noch anderes machen, als drauf zulaufen? Oh. Was soll man drauf zuspringen? Tja. Ich würde mal behaupten. Ja, die Soundanimation macht er. Oh, das ist schon traurig. Die halbe Stunde im Stream schon verbracht, um irgendwelche Bugs zu lösen. Das ist eine traurige Geschichte. Komm schon, komm schon. Damit kommen wir aber nicht rüber. Schön wär's, aber er kann sich doch nicht mal hochziehen. Jetzt!
Leitern kann man auch nicht hochgehen, das ist das Problem. Oh, Macaroni. Leute, ich würde sagen, wie beim letzten Mal, beenden wir den Stream hier einfach. Und wir beginnen einfach wieder von neuem, wenn ich eine Lösung gefunden habe, weil das ist euch ja nicht zuzumuten, das mit anzusehen, das Elend. Nein, nein. Nein, nein. Der hat aber auch gerade Probleme. Die Stellen sind echt, echt buggy. Wenn es jetzt nicht klappt, starten wir mal den Stream neu. Okay, Leute. Das beende ich mal, weil das bringt ja nichts.